Jetzt im Check die Angebote der Ketten. Wir haben gefragt. Für 57% sind Kundenrabatte und Sonderaktionen sehr wichtig. Meinen besten Brillendeal habe ich, dass die Brille unter 100 Euro gekostet hat. Also diese Brille habe ich mal bei Mr. Spex mit einem ganz günstigen Deal, ich glaube so 20% Rabatt geschossen. Das war schon, glaube ich, das Beste. Schnäppchen, also auf Schnäppchen gehe ich eigentlich nicht. Also ich hoffe, dass mein bester Deal heute ist, weil ich gleich zu Apollo gehe. Die 6 großen Optikerketten im Angebotscheck. Wer gibt welche Rabatte? Oder bringen Aktionswochen mehr? Alle Unternehmen bieten über das Jahr verteilt immer wieder Nachlässe. Aber bringen diese Aktionen auch was? Das wollen wir herausfinden. Ich bin jetzt 22 Jahre vereidigt. Ich habe noch nie ein Schnäppchen gefunden. Ich mache bundesweit ortsübliche Preisermittlungen. Ein Schnäppchen gefunden, was wirklich eins war. Unser Ziel ist es, möglichst vielen Menschen zu besserem Sehen zu verhelfen. Und das geht nur, wenn die Preise so sind, dass die Menschen sich das auch leisten können. In regelmäßigen Abständen wirbt Apollo mit Gleitsichtwochen. Im Aktionszeitraum verkauft die Kette dann Gleitsichtbrillen zum Preis von 1 Stärkenbrillen. Apollo-Kunden sind es gewöhnt, dass wir immer attraktive Aktionen haben und sie achten auch darauf. Und von daher, jawohl, die Kunden sprechen darauf an. Sie wissen, das ist ein gutes Angebot und nehmen es in Anspruch. Also ich mag jetzt nicht direkt den über die Wettbewerber einzeln sprechen. Nach wie vor sind Kundenschnappangebote, wo der Kunde verleitet werden soll, kurzfristig zuzuschlagen. Heißt aber auch, dass er vor diesem Angebot und nach diesem Angebot genau bei diesem Anbieter deutlich mehr zahlen muss. Das Unternehmen Fielmann setzt auf eine andere Strategie bei Brillenpreisen. Seit Jahrzehnten verzichten wir darauf, Kunden Sonderangebote zu machen. Das heißt, unsere Preise sind die tiefsten, sind die günstigsten. Es gibt aktuell eine Ausnahme. Das heißt, zu unserem 50. Jubiläum haben wir unseren langjährigen Kunden, machen wir ein hervorragendes Angebot. Zum ersten Mal. Eyes and More bietet Festpreise für Einstärken- und Gleitsichtbrillen. Für uns hat sich aber über die Jahre rauskristallisiert, dass unser Setpreis sich etabliert hat und den Kunden davon überzeugt hat, dass es nicht noch weitere Rabatte benötigt. Festpreise gibt's auch für Brillenpakete. Das ist unser Standardangebot, 3 für 2. Und auch da geht's weiter. Wenn Sie noch mehr Brillen kaufen, wird es noch günstiger. Buy 3, get 1 free. Ja, Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass Sie mit den ersten 3 nicht schon die 4. Fassung mitbezahlt haben, oder? Pro Optik setzt vor allem auf den Zweitbrillenrabatt. Wenn Sie sich eine normale Brille kaufen und Sie sitzen dann aber beim Arbeitsplatz, brauchen Sie eine zweite Brille für einen Arbeitsplatz. Und die subventionieren wir dann mit 50 off. Da gehen wir stark in die Werbung, da merken wir natürlich sofort einen Rücklauf, der da ist. Das heißt, das Gehirn weiß, kann mir da einen Vorteil verschaffen, ich kann da noch was sparen, kann das Geld dann woanders investieren. Und es führt dazu, dass sehr starker Sogeffekt entsteht und Leute eher angelockt werden. Auch Mr. Spex operiert mit Angeboten. Natürlich gibt es auch Schnäppchen hierbei im Markt, für die wir ein attraktives Angebot haben. Ich glaube aber nicht, wenn man sich im Markt umschaut, da sind wir nicht einer von den Wettbewerbern, die über Lautstärke und Frequenz arbeiten, sondern eher über die Qualität unseres Angebots, das Einkaufserlebnis und das gute Preis-Leistungs-Verhältnis. Bei Brillen.de gibt es zeitlich begrenzt auch Brillendeals für Senioren. Wir haben einen Altersrabatt für die Kollektion der Steiner Brillen. Und die Dame, das darf ich sagen, war 69 Jahre alt. Insofern hat sie 69% auf den Preis bekommen. Ja, die Brille kostete im Endeffekt 350 Euro, glaube ich. Und ich wette mit Ihnen, die hätte woanders 1500 gekostet. Eines ist sicher. Die Ideen für Sparaktionen werden den Optikerketten nicht ausgehen. Denn schließlich geht es den Kunden um die Preise. Wir wollten es genau wissen. Für 71% ist das Preis-Leistungs-Verhältnis bei Ihrem Optiker besonders wichtig. Wenn die eine Brille mich mehr anspricht, dann würde ich auch 10 Euro mehr für die zahlen oder 20. Aber letztlich achtet man natürlich schon drauf, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis jetzt nicht ausufern kann. Es geht um die Brille.
nicht um meinen Geldbeutel. Jetzt im Alter, das Geld sprießt nicht mehr ganz so gut, wie es zu meiner Berufszeit war. Also ich würde schon sagen, man muss ein wenig auf den Preis achten. In Lübeck will Testkäuferin Lena für uns checken, wo sie die günstigsten Gläser für ihre neue Brillenfassung bekommt. Die 21-Jährige ist angehende Schauspielschülerin und muss auf ihr Geld achten. Lenas Brille soll diese Kriterien erfüllen. Die Gläser sollen möglichst dünn und leicht sein. Sie sollen härtebeschichtet, also kratzfest sein, super entspiegelt und den Lotus-Effekt haben. Ich suche Gläser für meine neue Brillenfassung. Die sollen natürlich qualitativ hochwertig sein, aber ich muss auch so ein bisschen aufs Budget achten, da ich jetzt gerade eine Ausbildung anfange. Lenas erster Anlaufpunkt ist Apollo. Ihre neue Brillenfassung bringt Lena selbst mit. Jetzt geht es also nur um die Gläser. Ja, super ausgewählt. Ja. Passt auch gut von der Größe. Perfekt. Dann gehen wir einmal rüber zum Glasposter. Ja, in jeder Apollo-Filiale finden Sie an der Wand ein Glasposter. Und da sieht man nicht nur, was die Gläser kosten, sondern auch, welche Produkteigenschaften die haben. Und das haben wir versucht, in einer verständlichen Sprache zu formulieren. Also hier haben wir die verschiedenen Möglichkeiten der Gläser. Worauf würden Sie denn den Fokus bei den Gläsern legen? Ja, also mir ist auf jeden Fall wichtig, dass sie wasser- und schmutzabweisend ist. Mhm. Also wir haben hier unser Bronzepaket, hier haben wir die Entspiegelung und Härtung. Ja. Das ist sowas wie eine Grundausstattung, was Sie dann ja hier direkt bei allen Gläsern schon haben. Ja, dann hat man mit dem Silber schon ein dünneres Material, es ist auch bruchfest dadurch und sicher. Mit einer putzfreundlichen Oberfläche. Es gibt viele Unterschiede, mit Lotus-Effekt, ohne Lotus-Effekt, unterschiedliche Entspiegelungen, unterschiedliche Restreflexe und. Also es ist diejenige die richtige. Da müssen Sie auf Ihren Augenoptiker verlassen, dass der das Richtige für Sie raussucht. Apollo bietet 6 Kategorien für die Glaseigenschaften zur Auswahl. Trotzdem ist noch keine passende für Lenas Anforderungen dabei. Zusätzlich muss sie sich auch noch für eine Glasdicke entscheiden. Es muss nicht extrem dünn sein, aber schon gerne extra dünn. Bei ungefähr 2,5 würde ich auf jeden Fall auch ein dünneres Glas empfehlen. Ja, doch, ich glaube auch, ja, ist schöner. Sie haben hier mit der guten Mittelklasse auch wirklich schon einen schönen, dünnen Schliff. Aber die Entscheidung liegt bei Ihnen, wie Sie es dann machen. In der Psychologie gibt es den sogenannten IKEA-Effekt. Das heißt, man gaukelt den Leuten vor, dass sie selber mitentscheiden können, dass sie selber die Informationen haben, um rational, vernünftig entscheiden zu können. In den wenigsten Fällen, außer bei IKEA selbst, ist es dann auch der Fall, dass ich mir selber das zusammenstellen kann und selber genug Informationen habe, um eine vernünftige Kaufentscheidung zu treffen. Neben einer Fülle an Informationen gibt Apollo am Ende auch noch ein Lockangebot. Wenn Sie etwas kaufen im Wert von über 100 Euro, kriegen Sie von uns gleich einen Zweitbrillenbonus von 100 Euro. Das heißt, wir könnten Ihnen zum Beispiel eine Sonnenbrille dazu machen, geschenkt im Wert von 100 Euro. Ist auf jeden Fall ein gutes Angebot, aber ich würde mich doch erstmal auf die Brillengläser nur konzentrieren wollen. Lena hat die Qual der Wahl bei so vielen Optionen. Sie weiß jetzt zwar, dass sie für ihre Dioptrienwerte ab Glaspaket Silber wählen kann, aber entscheiden muss sie allein. Und es kommen noch Zusatzkosten auf sie zu. Wie viel waren das nochmal bei der Einarbeitungsgebühr? Die Einarbeitungsgebühr liegt bei 30 Euro. Okay, alles klar. Für die eigene mitgebrachte Fassung. Ja. Die Gläser mit den gewünschten Beschichtungen kosten bei Apollo 150 Euro plus 30 Euro Einarbeitungsgebühr. Gesamtkosten 180 Euro. Lena will als nächstes das Glasangebot bei brillen.de checken. Dafür muss sie erstmal auf der Website einen Partneroptiker finden. In Lübeck hat brillen.de kein eigenes Geschäft, aber es gibt einen Partneroptiker vor Ort. Es gibt Gläser durchaus in unterschiedlicher Dicke. Ja. Ja, das heißt, die dickste Stelle des Glases ist hier immer am Rand. Und dementsprechend ist das bei so einem dünnen Rand, gucken die Gläser natürlich hier relativ weit raus. Der Partneroptiker gibt Lena eine klare Empfehlung für ihre Gläser. Ich kann Ihnen ja gerne mal die Preise dazu ausrechnen. Das Basispaar der Brillengläser kostet 9 Euro. Dann kommt die Entspiegelung dazu, dass Sie die Störreflexe nicht haben, die dann auch einen Clean Coat noch hat und sogar eine Hartschicht auch da drauf, dass die Gläser also etwas robuster sind. Ja. Das wären 30 Euro, das ist dann auch mit Lotus-Effekt. Und wenn wir jetzt das dünnere Glasmaterial uns noch anschauen, haben die Gläser randdünner fertigt, dann kommen da 50 Euro dazu. Okay.
Und wenn ich da einen Strich drunter mache, sehen wir hier einen Gesamtpreis von 89 Euro für beide Gläser. Auch Brillen.de gibt noch ein Rabattangebot für die Zweitbrille obendrauf. Rabatte führen natürlich dazu, dass viele Leute angelockt werden, weil sie sagen, ich kann da nochmal sparen. Gleichzeitig geben die meisten Leute aber doch mehr aus, weil sie sagen, ich habe hier was gespart, dann kaufe ich nochmal das Spezielle noch dabei, diese Sache kaufe ich auch noch dabei. Und im Prinzip geben sie dann mehr Geld aus, als sie eigentlich wollten. Bei Brillen.de kosten die Gläser mit den gewünschten Eigenschaften insgesamt 89 Euro. Ohne Extrakosten für die Einarbeitung. Lenas nächster Stopp ist Mr. Spex. Hier gibt es gerade Aktionswochen. 40% auf alle Gläser und Beschichtungen. Damit möchtest du die neuen Gläser reinhaben, genau, ne? Genau. Magst du mir die aktuellen Sehwerte noch mal zeigen? Ja, das wären die Brillenwerte. Vielen Dank. Also dieses Glaspaket ist für deine Fassung perfekt. Okay. Da wird das Glas ein bisschen zu dick werden. Ja. Es hat immer was mit den Dioptrien zu tun, wie hoch die Dioptrien sind. Diese beiden Glaspakete empfehle ich dir nicht. Die nehmen wir ab minus 4, plus 4, ab minus 6, plus 6 Dioptrien, weil die anders aufgebaut sind von der Dichte her. Und das Paket, was du brauchst, ist wirklich das Komfortglaspaket. Ja, das Glas wird schön dünn, das guckt nicht raus aus der Fassung. Das Komfortglaspaket für beide Gläser 35,97. Dadurch, dass du deine eigene Fassung mitbringst, bezahlst du einmalig 49,95. Wenn du mal einen Lotus-Effekt dazu haben willst, noch mal gerade 12 Euro im Angebot. Machst gerade ein Schnäppchen. Ja. Bitte schön. Vielen Dank. Bitte schön. Schöne Fassung. Ja, finde ich auch. Lena hat Glück. Die Rabattaktion von Mr. Spex läuft nur 14 Tage. Ein Schnäppchen ist meistens begrenzt. So, das heißt, Kunde entscheide dich schnell, heißt aber auch im Klartext, nicht lange nachdenken, greif gleich zu. Ob das so das Richtige ist, glaube ich eher nicht. Es ist ganz im Gegenteil nicht erlaubt, sowas dann zu verlängern und den Kunden das nochmal einfacher zu machen, weil das dann wiederum wettbewerbsverzerrend wäre. Das heißt, wir haben auch ganz klare Richtlinien vom Gesetzgeber, um zu sagen, diese Aktion läuft bis dann und dann und nicht länger. Ja? Sonst wird man abgemahnt. Im Angebot gibt es die Gläser inklusive Hartschicht und Entspiegelung für knapp 36 Euro. Der Lotus-Effekt kostet extra, ebenso die Einarbeitung der Gläser, die bei Mr. Spex teurer als bei der Konkurrenz ist. Gesamtkosten 97,89 Euro. Den nächsten Optiker kann Lena nur online erreichen, denn Pro Optik hat keine Filiale in Lübeck. Bei uns fangen die Gläser ab 37 Euro an, dann sind sie auch entspiegelt. Aber dadurch, dass du auch den Lotus-Effekt haben möchtest und auch dünner geschliffen, also den Kratzschutz und die Superentspiegelung, empfehle ich dir dann auf jeden Fall, dass man die höherwertigen Gläser nimmt. Und auch gerade mit deinen Stärken und passend auch zu deiner Brille sind wir bei einem Komplettpreis bei 110 Euro. Und was halt auch noch zusätzlich ganz cool ist, haben wir auch 50% auf die zweite Brille, falls du jetzt sagst, brauchst noch eine Sonnenbrille in deinen passenden Sehstärken. Rabatt ist wichtig in der Branche deswegen, weil wir natürlich sehr, sehr viele Mitbewerber bekommen haben in der Augenoptik. Diese Kampfpreise, dass man da noch eine Brille gratis dazu bekommt und das nochmal obendrauf bekommt, kann man natürlich als Optiker nur durchsetzen, weil man auf den Customer Lifetime Value setzt. Also, dass der Kunde langfristig immer wieder genau dort einkauft und genau dort immer wieder sein Geld ausgibt. Bei Pro Optik kosten die Gläser mit den gewünschten Beschichtungen 110 Euro. Ohne Extrakosten. Ice & More ist der nächste Optiker. Auf Lenas Wunsch nach Gläsern für ihre eigene Brillenfassung erhält sie diesmal eine Absage. Leider verglasen wir keine Fremdfassungen neu. Mhm. Aber bei uns ist der Konzeptpreis so, dass alles inklusive ist, also die Brillenfassung und die Gläser. Das bedeutet, eine Einstärkenbrille wären bei uns für 119 Euro. Die Glasauswahl entfällt bei uns komplett. Wir verwenden immer ein Premiumglas mit allen Veredelungen. Das heißt, unsere Einstärkengläser sind dünn geschliffen. Und die einzige Auswahl, die Sie bei uns noch treffen müssen, ist, möchte ich eine Tönung haben, möchte ich einen Blaulichtfilter haben. Und das ist alles inkludiert, das gibt es alles auf Wunsch und das ist in diesem Preis mit dabei. Ice & More bietet einen Festpreis von 119 Euro für Einstärkenbrillen an. Fassungen und Gläser gibt's nur als Gesamtpaket. Letzte Station.
der Branchenführer. Wie sieht die Preisstrategie für Brillengläser bei Fielmann aus? Unsere Mitarbeiter in den Niederlassungen sind natürlich aufgefordert, links und rechts beim Wettbewerb zu gucken, ob da ein Preis ist, der eventuell günstiger sein könnte als unserer. Dieses Marktbild, was wir jeden Tag neu bekommen, bestimmt quasi auch unsere Preise. Ich habe jetzt einmal Gläser rausgesucht, die Ihren Wünschen entsprechen. Und zwar können Sie in unserem Einstiegsbereich Kunststoffgläser mit der Entspiegelung, Härtung und der Pflegeleichtschicht schon für 39 Euro bekommen, das Glaspaar. Und auch mit dem etwas dünneren Schliff, was besonders gut für Ihr schlankes Brillengestell geeignet ist, für 97 Euro das Glaspaar. Ah, okay. Und selbstverständlich haben Sie auch die Geld-Zurück-Garantie mit dem günstigsten Preis. Sollten Sie das Produkt irgendwo günstiger sehen, würden wir es zurücknehmen oder... Okay. Bei Fielmann kosten die gewünschten Gläser mit Beschichtungen 97 Euro. Ohne Extrakosten und mit dem Versprechen der Bestpreisgarantie. Nach Unternehmensangaben machen davon aber nur wenige Kunden Gebrauch. Dass dieser Anteil sehr, sehr gering ist, zeigt, dass unsere Maßnahme, unsere Wettbewerbs- und Bestpreisgarantie auch greift, weil wir sie eben leben und kontrollieren. Aber wir freuen uns, wenn ein Kunde uns auf einen günstigeren Preis beim Wettbewerb aufmerksam macht. Einmal können wir ihn wieder zufriedenstellen, indem wir ihm die Differenz und noch mehr auszahlen. Und auf der anderen Seite gibt es uns eben die Chance, allen anderen Kunden am nächsten Tag einen anderen Preis anbieten zu können. Also Fielmann geht ja wirklich bei jedem Preis mit, aber würde ich da jetzt letztendlich nochmal hingehen und um so einen kleinen, geringen Betrag nochmal feilschen? Ich weiß nicht, ich glaube, das wäre mir ein bisschen unangenehm. Nach Lenas Angebotscheck nochmal alle Preise im Überblick. Die gewünschten Gläser sind in einer Preisspanne zwischen 89 und 180 Euro zu haben. Ich kann mich jetzt eigentlich nur am Preis orientieren. Und ja, das günstigste da wäre brillen.de. Und da lasse ich jetzt auch meine Gläser machen.